Gott. Ja, ich will ein Haul schon wieder drehen, wie immer, was auch sonst. Es ist furchtbar heiß, es ist wirklich furchtbar heiß und meine Lippe ist total angeschwollen. Ich weiß nicht, ob man das so gut in der Kamera sieht, aber deswegen sitze ich ein bisschen weiter weg. Meine Lippe ist so angeschwollen, weil ich da so viele Fieberblasen kriege wegen der depperten FFP2-Maske. Ja, ich fange mal an, weil ich habe dann noch ein zweites Video, das ich unbedingt drehen will und deswegen fange ich gleich mal an, weil es wird, glaube ich, ein Mini-Schnelldurchlauf werden, wenn ich so gut reden kann, wie ich will. Das erste, was ich euch zeige, ist von Teddy und Kiki. Ich habe jetzt die zweite Sporthose vergessen, aber egal. Ich habe noch eine graue Hose mir auch gekauft. Ja. Und eine schwarze habe ich mir auch gekauft, weil ich mich auf das Fitnessstudio angemeldet habe und da ich unbedingt Sporthosen gebraucht habe, habe ich mir zwei gekauft. Dann habe ich gesehen ein rotes T-Shirt, was mir so gut gefallen hat. Ich habe nämlich so ein ähnliches auch schon. Aber ich wollte das unbedingt nochmal haben. Ich finde die Farbe auch relativ schön. Ihr wisst ja, rot-grün. Das sind so meine zwei Farben, auch blau in letzter Zeit. Dann habe ich noch dasselbe auch in schwarz. Gefällt mir auch sehr gut. Ich meine, da sieht man es halt nicht so extrem wie bei dem roten. Aber sieht man es? Ein bisschen, oder? Durch meine weiße Haut sieht man es dann durch. Also, was rede ich da? Bei meiner weißen Haut sieht man es dann wieder. Ich bin so durcheinander, wirklich wahr. Da war ich nach der Arbeit alleine unterwegs und da habe ich mir die paar Sachen gekauft. Dann war ich schon wieder beim Primark mit meiner besten Freundin. Ich sag's euch. Ich habe mir zwei Geschenkspapierrollen gekauft. Einmal Stitch und einmal so Superhelden für mein Papa, mein Bruder. Nicht, dass ich so viel herschenke. Klingt vielleicht jetzt so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder irgendwie sind heute meine Haare auch so wuschelig. Ich habe mir extrem viele Taschen gekauft. Extrem viele Taschen. Also so viele. Ich muss unbedingt aussortieren. Ich habe bald Urlaub. Da will ich auch ein paar Videos und so machen und plane auch schon die ganze Zeit, wie ich das machen soll. Und ich muss da unbedingt aussortieren auch. Also in meinen 2 Wochen Urlaub habe ich das Gefühl, habe ich nur was zu tun. Bin ich gar nicht so entspannt, relaxed, sondern habe ich nur was zu tun, weil ich will auch endlich meinen Führerschein fertig machen. Das macht mich auch total psychisch fertig, muss ich euch sagen. Macht mich krank. So. Also als erstes habe ich eine Mickey. Ich habe eigentlich nur Mickey Mouse Taschen gekauft, fällt mir gerade auf. Das muss ich nämlich noch meiner Freundin geben, weil ich habe das zweimal. Das ist so ein kleines Tasche, wo der Mickey Mouse Kopf drauf ist, wo man halt was reingeben kann. So sieht die erste Tasche aus. Ich habe mich einfach verliebt in die, ich musste die einfach mitnehmen. So sieht die zweite aus. Ich habe ja auch den Rucksack, wenn ihr euch noch erinnern könnt, vom letzten Haul-Video. Und ich hab mich so verliebt in die Tasche, ich musste die einfach haben. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Sporttaschen. Aber ich habe die gesehen und ich musste die einfach haben. Die schreit nach Shea, oder? Das muss einfach sein. Sie ist auch relativ groß innen, also ich habe mich so verliebt in die. Ich trage auch so gerne den Rucksack, weil ich finde den echt gut. Und die Taschen, die haben echt... Ich weiß nicht. Also im Primark darf ich in letzter Zeit gar nicht reingehen. Das ist so gefährlich. Ja, ein paar Klamotten waren natürlich auch wieder dabei. Ich habe mir so Flipflops gekauft mit so Mickey-Maus-Köpfen drauf. Ich hoffe, dass ich mit denen auch gehen kann und dass die mir da vorne nicht so wehtun. Ich bin jetzt nicht die Flipflop-Dreherin. Ich hasse eigentlich Flipflops, aber ich fand die so schön. Deswegen habe ich gesagt, okay, nehmen sie die ausnahmsweise mit. So, warum ich das eine herschenken werde mit dem kleinen Täschchen. Ich habe da so ein ähnliches oben. Und deswegen werde ich das einer meiner Freundinnen schenken, weil das ist doch das Einzige, was man runtergeben kann. Ich wollte das unbedingt haben, weil man da das Handy reingeben kann. Ich weiß, mein Handy wird da drin ein bisschen verschwinden, weil mein Handy ist nicht so groß. Ich weiß nicht, ob ihr jemals mein Handy gesehen habt, aber das ist nicht so groß. Also wird das da drin ziemlich verschwinden. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt reinkriegen da. Oh ja. Ja, also ich finde das mega. Also ich habe mich so gefreut. Ich habe ja eines schon, wo ich mein Handy reingeben kann. Wo, ich glaube, das ist von Valentino, von diesem neuen Yellow Dream Duft. Und ich wollte das unbedingt haben. Ich meine, das da brauche ich jetzt nicht unbedingt oben drauf, aber das ist cool, wenn man fortgeht und nur ein paar Sachen mitnehmen will. Wenn man das so in so eine Klatsch geben kann, finde ich das nicht schlecht. Ja, also ich bin richtig verliebt in das Teil. Klamotten war ich eigentlich... Irgendwas ist da geflogen gerade. Mein Stitch-Spiel, ich kann nicht mehr reden. Ich weiß nicht, mir tut alles am Mund weh, ich kann nicht reden. mein Stitch-Spiegel hätte ich fast vergessen, euch zu zeigen. Ich bin so verliebt in den Spiegel, guckt euch den Stitch an. Ich meine, das ist ein ganz normaler Spiegel.
Ich liebe den. Ich meine, man kann sich da hinten auch schon reinklotzen, aber der ist so, so süß. Ich bin jetzt nicht so der große Stitch-Fan, 3 Euro hat er kostet. Aber ich fand den so süß, den musste ich einfach mitnehmen. Ja, dann habe ich hier ein Oberteil mir gekauft, was man einfach drüber ziehen kann, wenn man schwimmen geht. Ich habe ja noch so extrem große Probleme mit meiner Figur. Ich bin zwar brav im Fitnessstudio, war leider die Woche aber noch nicht. Weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Hört sich auf bald, aber mal schauen. Und ich habe halt mir so ein Teil zum Drüberziehen gekauft. Finde das gar nicht schlecht. Und ich mag es, weil es schwarz ist. Ihr wisst ja, schwarz ist zwar keine Farbe, aber für mich schon. Dann habe ich mir ein langes blaues, ich kann echt nicht reden, was ist los mit mir? Ein langes blaues Kleid gekauft. Ich habe zwar ein Tragebild, aber diese komische Weste, die ich da drüber anhabe, die habe ich nicht genommen, weil die fand ich echt irgendwie wie so Pyjama-like. Also an mir hat es zumindest so ausgeschaut. An einem Mädchen, was im Geschäft war, hat es nicht so scheiße ausgeschaut wie an mir. Aber hier seht ihr das blaue Kleid, weil das ist ein ganz, ganz langes, dunkelblaues Kleid. In das ich mich auch sehr verliebt habe, natürlich. Weil das ja immer noch nicht reicht, habe ich noch ein paar Sachen. Da waren wir aber im Peek und Kloppenburg und in H&M drinnen, glaube ich. Und im Orsi. Im Orsi habe ich ein rotes Oberteil gefunden. Also irgendwie greife ich immer zu denselben Farben. Oder ich probiere neue Farben und dann komme ich aber trotzdem zu den alten Farben zurück. Das ist sowas von schön. Und es ist auch extrem bequem. Ich finde das voll süß mit diesen Rüschchen hier. Die anderen Farben haben mir leider nicht passt. Leider nicht. Ich fand das echt schön. Dann habe ich mir noch ein blaues Oberteil gekauft von Tom Taylor. Das war reduziert. Leider nehmen die das immer runter, wie viel es reduziert war. Ich glaube 7 oder 8 Euro hat das gekostet. Mir hat das so gefallen. Es hat zwar so eine leichte Fäden gezogen, aber ich wollte es trotzdem unbedingt haben. Dunkelblau natürlich. Ich habe auch ein Tragebild. Da seht ihr auch den Rock, den ich da anhabe. Ich muss natürlich noch abnehmen, bevor ich den tragen kann. Aber ich fand den so, so schön. Der ist, glaube ich, auch von... Nein, der ist von so einer No-Name-Firma, zumindest kenne ich es nicht. Christian Berg, vielleicht kennen das andere, aber ich fand den so schön. Der ist echt schön. Gefällt mir wirklich gut. Dann habe ich ein Kleid mir gekauft. Ja, ihr seht es schon, es ist knallgelb. Ich wollte es aber unbedingt haben. Es war auch nicht teuer, es hat 20 Euro gekostet. Ja, in L. Und ich hoffe, weil ich das einzige Problem, weil es mir noch nicht gefallen ist, weil man dann meinen Bauch so stark sieht. Deswegen... muss mich das motivieren, dass ich das anziehen kann im Sommer, dass ich noch mehr ins Fitnessstudio gehe. Vielleicht wird es ja noch. Wir werden sehen. Die Motivation steigt. Ja, lustigerweise war es das schon. Ich habe mir gedacht, das ist mehr. Aber komischerweise war es das schon. Ich meine, ich habe ziemlich viel Geld für Klamotten ausgegeben in letzter Zeit. Ziemlich viel Geld ausgegeben für Klamotten. Aber mein Gott, oder? Ja, mir fällt nicht ein, was ich noch sagen soll. Ich hoffe, das Video ist nicht so verpeilt. Ich hoffe, in dem zweiten Haul tue ich mir ein bisschen leichter. Ich hoffe es wirklich. Für mich ist es echt nicht leicht, in letzter Videos zu drehen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich hoffe, das wird im Urlaub besser. Lang braucht es ja nicht mehr bis dahin. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!